Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Where she that little girl with the bright red hair. Ich wollte das Video anfangen mit: Hey Leute, es ist Sonntag, ich nehme die Kamera mit. Ich nehme euch mit in meine alte Wohnung. Ich putze heute und habe dann morgen früh gleich Termine, damit ich alles erledigen kann und morgen Nachmittag gleich wieder zu Hause bin. Stattdessen: Hey Leute, ich bin seit 9 Uhr morgens unterwegs, komme hier an und habe meinen Haustürschlüssel von der Wohnung vergessen. Sonntags ist natürlich niemand zu erreichen. Es gibt noch einen anderen Schlüssel, der sich nicht gerade in Hamburg befindet. Und der ist in der Immobilienzentrale von meinem Vermieter, die natürlich sonntags nicht auf hat. Also bin ich jetzt in einem Hotel. Ich bin so ein Vollhorst. So ein Honk. So ein Idiot. So ein Chaot. Bitte sagte mir, dass es da draußen auch noch Menschen gibt, denen auch sowas passiert. Bitte. Wie dem auch sei. Willkommen zu einem neuen Video. Der aktuelle Plan ist jetzt, dass ich morgen früh um 10, wenn die aufmachen, morgen ist Montag, montags habe ich immer frei, morgen früh um 10, hoffentlich, das weiß ich ja nicht, ob die gerade den aktuell dort haben oder ob den irgendjemand mitgenommen hat, dass ich den Schlüssel kriege, dann fahre ich zu meiner Wohnung, habe dann einen Termin mit dem Hausmeister, muss dann die ganze Wohnung einmal putzen. Hoffe, dass ich es nach Hause schaffe, bevor der letzte Bus in unserem Kaff fährt. Wir sehen jetzt mal das Positive daran. Gib mir noch eine Sekunde. Die Sonne scheint. Aber alles nicht so schlimm. Mein Gott, passiert. Ach ja, wisst ihr, was ich habe? Noch 20 Euro. Ich habe eine Kreditkarte und eine EC-Karte mit, aber von meinem anderen Konto, was ein Online-Konto ist, wo es hier natürlich keinen Automaten gibt, weil ich meine andere EC-Karte also vergessen habe. Surprise, wie könnte es anders sein? Das heißt, ich werde jetzt alles immer mit Karte zahlen. Wenn ich mir einen Lolli für 99 Cent kaufe, dann zahle ich das mit Karte. Pech. I'm feeling so hello. Don't you know? Ja, nein, klar, aber wir können es ja eh über Pfingsten machen, dann musst du weniger Urlaub nehmen. Also für mich macht es keinen Unterschied, weil ich montags ja eh frei habe. Wenn wir am Freitag nach Dubai fliegen, dann wäre das natürlich schon cool. Wir sprechen. Okay. Bis dann, ciao, ciao. Ich habe gerade eine Mail von der Immobilienzentrale bekommen und der Schlüssel ist bei denen im Büro. Gott sei Dank, das war das Einzige, was noch Risiko gewesen wäre, dass der nicht hier irgendwo in der Nähe ist. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich so extrem viel Post habe. Also ich konnte, habe es nur geschafft, die beiden Sachen rauszufischen, weil ich meinen Schlüssel ja nicht habe und da auch der Briefkastenschlüssel dran ist. Aber ich habe vor einem Monat einen Nachsendeauftrag eingerichtet und ich habe mich schon gewundert, warum ich zu Hause überhaupt gar keine Post bekommen habe. Oh Gott, ich hoffe, da ist jetzt nichts Wichtiges halt bei gewesen. Das ist schon kacke. Jetzt, also eigentlich jetzt, müsste der Hausmeister kommen. Und ich mache mich mal ans Werk.
Gott. Oh mein Gott, das wird ja immer besser. Ich habe im Keller meinen Fahrradschlüssel versteckt und sehe gerade, dass ich vor sieben Monaten meinen dritten Haustürschlüssel hier versteckt habe. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was der Hausmeister gerade gemacht hat? Das Schloss aus meiner Tür rausgenommen, um ein neues reinzubauen, weil ich den dritten Schlüssel ja verloren habe. Sorry, aber das kann jetzt auch keiner mehr toppen. Ich komm gar nicht drauf. Hi, Aljana hier. Du hast nicht zufällig schon das Schloss gekauft, aber du hast es noch nicht gekauft, richtig? Wirklich richtig leid, aber es ging ja darum, dass der dritte Schlüssel verloren gegangen ist. Und durch irgendeinen ganz komischen Zufall habe ich den dritten Schlüssel gerade im Keller gefunden. Okay, danke vielmals, tut mir wirklich leid. Du lernst mich mal nochmal richtig kennen und mein Gehirn. Hallo Mama. Na? Ich möchte dir jetzt was erzählen und dann möchte ich, dass wir nie wieder darüber reden und ich krieg mein Leben jetzt in den Griff. Was ist passiert? Ich habe den dritten Schlüssel im Keller gefunden, wo ich ihn versteckt habe, falls ich mal den Schlüssel... Ja, Marie Kondo ist ein Segen, ne? An dieser Stelle wollte ich ganz kurz, ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Monaten hat mich Cambly so eine App kontaktiert und gefragt, ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Und seitdem ist die Familie Bieschke Kunde dieser App, selbst als meine freien Minuten weg waren. Meine Mutter zum Beispiel nutzt das ganz viel. Es ist einfach, ja, richtig cool. Und deswegen habe ich mich entschieden, nochmal mit denen zusammenzuarbeiten und habe nochmal zwei Codes für euch. Cambly ist eine App, die 24/7, die auf richtig coole Art, das habe ich in einem Video ganz genau gezeigt, wie ich so der Trainer angerufen habe, die ermöglicht, flüssig Englisch zu sprechen und zu lernen. Und ich finde, das ist so wichtig für deine Karriere, für die Schule, für deine Bildung, dass man einen guten Wortschatz im Englischen hat. Das funktioniert halt so, dass man jederzeit, wann man möchte, wo man möchte, sich von der ganzen Welt irgendeinen Trainer für 15 Minuten zum Beispiel einfach nur anrufen kann und der dann abgestimmt auf das, was du machen willst, sei es vielleicht für ein Jobinterview oder so, für ein Bewerbungsgespräch, das lernen möchtest, der dann ganz genau auf dich eingestimmt ist. Ich habe um zwei Codes gebeten. Und zwar kriegt ihr einmal 15 Minuten Freiminuten. Das heißt, ihr öffnet die App und probiert es einfach mal aus, 15 Minuten mit einem Tutor zu sprechen. Mit einem Teacher-Tutor da zu sprechen. Probiert es mal aus. Lohnt sich, wirklich. Und kostet euch ja nichts. Und ich habe einen Code, mit dem ihr 10% auf eure erste Bestellung dort bekommt, wenn ihr euch entscheidet, das weiterzumachen. Habe ich ihn noch nie lachen hören. Mit der Wohnung bin ich soweit durch. Und jetzt weiter im Text. Ich muss jetzt noch einen der Schlüssel zu dem Makler bringen und fahre dann nach Hause. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun, weil es gibt bei mir, ja, ich wollte gerade sagen, so coole Sachen und so zu sehen, aber bei mir gibt es vor allen Dingen halt auch echte Sachen zu sehen. Ihr merkt, wenn sowas passiert, dann scheiß drauf, dann zeige ich euch wenigstens, wie man das Beste draus macht.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, denn ich mache momentan relativ regelmäßig, also sogar ein-, zweimal die Woche, Livestreams. Und ja, ihr stellt mir dann immer fleißig Fragen zu zum Beispiel Ernährung, Motivation, Happy sein und sowas. Wenn ihr wollt. I won't let go again.